Wir starten direkt in unsere Sendung mit einer Eilmeldung, die uns erreicht hat. Angreifer haben im westafrikanischen Mali eine Patrouille deutscher Soldaten der UN-Truppe MINUSMA attackiert. Der Angriff erfolgte etwa 155 Kilometer nördlich von Gao, wo Bundeswehrsoldaten im Camp Castor stationiert sind. Nach lokalen Berichten wurde eine Autobombe gezündet. Laut ersten Meldungen seien mehrere Soldaten aus der Bundeswehr, aus dem Einsatzkontingent MINUSMA, schwer verwundet worden. Sobald wir mehr erfahren, geben wir es natürlich sofort hier an Sie weiter. Alles Weitere erfahren Sie hier bei Welt.